Herzlich willkommen zu den folgenden insgesamt drei Videos, wo wir uns mit dem Thema Serialisierung konkret beschäftigen wollen. Und als erstes, um das Thema besser zu verstehen, bauen wir selber einen Serialisierer. Ich glaube, dann versteht man am besten, warum das überhaupt schwierig ist und auf welche Probleme man stoßen kann. Also, was wir kurz behandeln wollen, ist das Serializer-Pattern. Das ist, sehen Sie hier auf der Folie. Das Serializer-Pattern ist veröffentlicht worden, soweit ich weiß, erstmalig auf der PLOP 1996. Das ist die Pattern Languages of Program Design. Da gab es ein Paper. Damals in den 1990er Jahren haben sich sozusagen die besonders fähige Programmierer und Architekten auf den PLOP-Konferenzen getroffen und haben halt gegenseitig versucht, Patterns und Pattern Languages zu finden. Also in der Zeit gab es einige Konferenzen und unter anderem ein Ergebnis ist das Serializer Pattern. Wie hat man sich das vorzustellen? Also was Sie eigentlich wollen, ist, ich zeige mal mit der Maus dahin, Sie wollen einen Customer vielleicht oder ein anderes Fachobjekt serialisieren, sprich in eine Datei schreiben oder auf ein Socket schreiben oder sowas. Und vielleicht hat Customer noch abhängige andere Objekte, wie eine Adresse zum Beispiel oder Konto, Verträge und so weiter. Also da kann sozusagen ein beliebig komplexes Objektgeflecht jetzt wegzuschreiben sein. Und die Idee des Serializer-Patterns ist, dass man alle Klassen, die man schreiben will, von einem gemeinsamen Interface ableitet oder von einer gemeinsamen Basisklasse. In Java können wir natürlich ein Interface verwenden, zum Beispiel das Interface MySerializable. Ich habe es jetzt bewusst MySerializable genannt, weil es in Java noch so ein Marker-Interface Serializable gibt und ich möchte jetzt keine Verwechslung dazu haben. So, und dieses Serializable-Interface, das hat zwei Methoden, nämlich write-to und read-from. Das muss, Sie sehen hier, das ist ja im Interface drin, das muss Customer und Adresse müssen das jeweils implementieren. Das heißt, Customer weiß, wie er sich, also ein Customer-Objekt weiß, wie es sich in eine Bytefolge übersetzen kann und eine Adresse weiß, wie es sich in eine Bytefolge übersetzen kann und ein Customer weiß auch, wie er sich aus einer Bytefolge wieder reinstanzieren kann und das Address weiß das auch. Und das Geheimnis, also die Implementierung davon, steckt in write-to und read-from. Die Klassen, die dann den tatsächlichen Zugriff machen, oder die Interfaces, die das tun, sind Serial Writer und Serial Reader. Im Originalpaper ist das einfach Writer und Reader, aber beim Codieren gab es dann zu viele Widersprüche mit Java-Klassen. Deswegen habe ich das MySerial Writer getauft und MySerial Reader. So, und jetzt schauen wir uns das, wie das jetzt konkret aussieht, mal an der Beispielimplementierung an. Also ich gewinne da sicherlich keinen Codier-Sonderpreis dafür, aber es geht ja nur ums Prinzip. Wie immer bei Professoren. Starten wir beim Basisinterface. MySerializable ist sozusagen so ein Marker-Interface und kennzeichnet alle Klassen, deren Objekte serialisierbar sein sollen. Ich habe es jetzt so gelöst, dass der auch eine IO-Exception schmeißen kann, sodass, falls ein Fehler auftritt, ich das jetzt nicht lokal behandeln muss. Also meine Implementierung eskaliert alle Fehler nach außen, deswegen schmeißt er eine IO-Exception. Und er kann sich sozusagen selber aus einem Reader, also einem Eingabestrom rauslesen und er kann sich selber in einen Ausgabestrom reinschreiben. Seriell. Was bieten wir hier für Reinschreibe-Rauslesefunktionen an? Das kann man jetzt sich überlegen, was man an Datentypen am besten braucht. Ich habe es jetzt hier mal so gelöst, dass ich dem einfach für jeden Datentyp, den es so gibt, write long, write string, jeweils eine Methode verpasst habe, die sozusagen einen Long-Wert, einen String-Wert und so weiter reinschreiben kann. Und beim Rauslesen genau das Gleiche. Der kann sich selber, kannst du sagen, ein Long lesen oder ein String lesen von dem Eingabestrom. So, das haben wir so die Leseklassen. Ist die Frage, wie ist dir dann die Implementierung zum Beispiel in der Customer-Klasse oder in der Adressklasse? Ich mache mal am Anfang die Adressklasse, weil die ist einfacher. Also Adressklasse ist jetzt ja eine Implementierung des Serializer-Interfaces, MySerializable-Interfaces. Zeige das mal ganz kurz. Also Address sagt implements MySerializable. Das heißt, der zwingt ihn dann dazu, read from und write to zu implementieren. Read from, write to. Und dieses Read From kriegt einen Serial Reader übergeben, den hat man gerade gesehen. Und dann kann zum Beispiel hat die Adresse dann Straße, Zip Code und die Stadt.
Und was er jetzt macht, ist, der liest sozusagen die Straße, den Zip-Code und die Stadt jeweils von dem Reader raus. Also ich erwarte sozusagen, dass diese drei Attribute nacheinander oder Attributwerte nacheinander in dem Datenstrom drinstehen und die lese ich nacheinander aus. Wenn jetzt noch ein viertes, fünftes Attribut dazukommt, kann ich eventuell ein Problem haben, abhängig davon, wie der Serializer, dieser Serial Reader gebaut ist. Wichtig noch vielleicht, also um jetzt eine neue Adresse zu erzeugen, muss ich erstmal mit dem Default-Konstruktor eine leere Adresse erzeugen und befülle die dann mit dem Read-From. Dass man jetzt aus dem Datenstrom direkt eine Adresse instanziert, das kann der Ansatz hier noch nicht. Oder beim Schreiben in den Datenstrom, dasselbe andersrum. Ich kriege einen Serial Writer und der hat Write String zum Beispiel und deswegen schreibe ich hier die Straße, den Zip-Code und die Stadt da rein. So. Und dasselbe muss ich beim Customer machen. Beim Customer ist es vielleicht noch ein bisschen spannender. Also auch hier wieder, der Customer hat einen Satz Attribute, diesmal ein bisschen spannender von den Datentypen her. Der hat eine Adresse, ein Birthday, First Name, Last Name und eine ID, also diesmal ein paar andere Datentypen. Und wie ich jetzt hier mache bei Read From ist, der liest jetzt wieder aus dem Reader. Ich habe dem Reader eine Read Long Methode verpasst. Read String hat er, also das heißt, er geht jetzt davon aus, dass die ID, der First Name, der Last Name nacheinander im Datenstrom stehen. Aber er hat jetzt keinen Read Date Time oder sowas drin, sondern das schreibt er als String weg. Das heißt, ich habe jetzt hier das Birthday als String abgespeichert. Das heißt, Sie sehen das hier r.readstring und dann übersetze ich das intern zurück in ein Local Date. Sie sehen hier, die Adresse ist nämlich Datentyp Local Date. Und bei der Adresse sehen Sie hier schon, wie man mit dem Verfahren neue Objekte instanziieren kann, die also aus dem Datenstrom instanziert werden. Ich erzeuge ein leeres Adressobjekt, deswegen ist bei all den allermeisten Serialisierungsframeworks, die zwingen Sie dazu, den Default-Konstruktor mit anzugeben. Und das hier ist genau der Grund, dann erzeugen Sie erst ein leeres Objekt. Das kann man auch mit Java Generics machen, mit Java Reflection erzeugen und dann befülle ich das ganze leere Objekt dann aus dem Datenstrom. Das Schreiben genau das gleiche, nur eben andersrum. Also ich schreibe in Long, schreibe die ganzen Sachen als String. Der Birthday ist ja wieder ein Date, Local Date, der wird dann überführt in ein String und die Adresse schreibt sich selber in den Datenstrom. Ich muss jetzt hier ein bisschen basteln, um dem noch zu sagen, das ist das Ende des Datenstroms. So, das war jetzt mal die Implementierung, die man machen musste. Sie sehen schon, wenn ich mich selber darum kümmere, habe ich natürlich mit Evolutionen von dem Ein- und Ausgabeformat ein Problem. Also immer wenn ein Attribut dazukommt oder wenn ich mich jetzt hier was vertausche, dann komme ich natürlich in Teufelsküche, weil er dann plötzlich zum Beispiel, was ich den Birthday und das Last Name interpretiert, also dann verschiebt sich alles. Aber wie gesagt, es ist probates Mittel, so kann man arbeiten. Was wir jetzt hier noch nicht gemacht haben, ist, wir haben jetzt noch kein Datenformat festgelegt. Dazu ganz kurz eine Folie. Was sich vielleicht anbietet als selbstgemachtes Datenformat, ist, dass man so einen Comma-Separated Value Ausgabestrom baut. Also Comma-Separated Value ist, Sie nehmen jeden Attributwert und trennen die per Komma und jedes Objekt ist in der eigenen Zeile. Sodass Sie sozusagen, wenn Sie eine Liste von Objekten, von 10 Objekten, abspeichern, so dann haben Sie eine Datei mit 10 Zeilen. Und das kann man leicht parsen, auch mit anderen Formaten. Sie können es leicht verarbeiten auf der Shell, zum Beispiel mit AVK und SED. Also weil diese Kommas helfen Ihnen also bei verschiedenen Verarbeitungsmodi und Sie können die Dateien relativ leicht mit Excel aufmachen und weiterverarbeiten, sodass eigentlich alles offen ist, was Sie für eine leichte Weiterverarbeitung brauchen. Und Sie haben auch diese universelle Excel-Schnittstelle mit drin. So, deswegen habe ich jetzt einen CSV-Parser gebaut und einen CSV oder einen CSV-Reader und einen CSV-Writer, zeige ich Ihnen im Code. So, jetzt sehen Sie also, das heißt, das konkrete Format, was der schreibt, lege ich jetzt in der Implementierung von dem Serial Writer bzw. Serial Reader fest. Das heißt, erst da wird eigentlich gesagt, mache ich Comma Separate Value oder ein Binärformat oder weiß der Henker was, sodass ich sozusagen dieses Format, was auf die Platte oder den Socket geschrieben wird, das kann ich sozusagen austauschbar machen, indem ich einfach eine andere Implementierung von Serial Writer und Serial Reader spendiere. Also in diesem Fall habe ich einen CSV Serial Writer gebaut und was der jetzt macht, ist, der kriegt einen Writer übergeben. Writer ist ein Interface, ich zeige es Ihnen mal ganz kurz. Sie sehen hier Writer, das ist ein Interface, was im Java I/O Package drin ist.
Und Writer hat ähnliche Methoden wie so ein Output-Stream. Also ich kann ein Integer, also auch wieder ein Character writen eigentlich. Ich kann Char-Array writen, ich kann String writen. Und ich kann sozusagen so mit dem Writer entsprechend Ausgaben erstellen. Der Writer ist jetzt eine Spezialklasse, die sich vor allem an Textdatenströme richtet. Also das hätte man es ja bei Input- und Output-Stream belassen können. Also Writer, Textdatenströme, Output-Stream, binäre Datenströme. So, also der kriegt so einen Writer übergeben und einen Delimiter, also ich ein Komma, ein Semikolon oder einen Tab haben. Excel erwartet meistens den Tab. CSV heißt ja Comma Separated Value, also muss ja eigentlich ein Komma rein. So, und was er jetzt macht bei Write Long zum Beispiel, nicht, der nimmt den Datentyp, also den Long-Wert, den er hier übergeben kriegt, Write Long, und übersetzt den in String und schreibt den String auf den Ausgabestrom und hängt dahinter den Delimiter. Ne? Also das heißt zum Beispiel, wenn Sie Nummer 10 übergeben, dann kommt da 10 und dann zum Beispiel ein Komma, wenn Komma der Separator ist. Oder beim String, das ist jetzt hier noch nicht so schön gemacht, bei Write String nimmt er einfach den String und schreibt ihn in den Writer, also auf die Festplatte oder in den Socket rein und hängt dann einfach den Delimiter dahinter. Problem ist hier, eigentlich müsste man hier in Value nochmal die Kommas oder den Delimiter escapen. Also wenn Sie jetzt einen String reinschreiben, wo Kommas drin sind, dann kommt das ganze Verfahren durcheinander. Also wird perfekt ist die Implementierung noch nicht. Und das End of Data, der schreibt Carriage Return Line Feed rein. Das ist Vorschrift für CSV-Dateien. Also der erwartet an jedem Zeilenende Carriage Return Line Feed, also Backslash R, Backslash N. So, und der Serial Reader ist genau die gleiche Soße, nur andersrum. Ja. Das heißt, ich habe jetzt hier so einen Scanner eingebaut, weil der erkennt jetzt leicht, dass diese Delimiter als Token. Und jetzt sagen wir hier, wenn der eine Zeile liest, der liest eine Zeile aus diesem Eingabestrom, den ich übergeben habe, also in dem Fall ein Reader, der liest eine Zeile raus verwendet dann den Delimiter als Delimiter im Scanner und dann kann ich nämlich hier mit dem Scanner Next einfach den nächsten String rauslesen und den entsprechend umwandeln. Also auch das relativ. So, schauen wir uns mal an, wie das dann sich im Main-Programm anfühlt. Jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, ich mache jetzt hier, schreibe jetzt hier mal auf die Festplatte, demonstriere Ihnen das mal als erstes. Ich sage jetzt hier, erzeuge mir hier mit dem neuen Files-API einen Buffered Writer. Warum ich einen Buffered Writer verwende? Naja, ich will eine Textinformation schreiben, die CSV-Datei soll im Klartext lesbar sein und eventuell will ich hier noch Einfluss nehmen auf das Character-Set. Also wie enkodiert er die einzelnen Zeichen? Das sehen Sie gleich an dem Geröllheimer, der wird noch Probleme bereiten. Und wie gesagt, dann erzeuge ich mir hier so einen Serial Writer und write dann meine zwei Customer, meinen Barney Geröllheimer und meinen Fred Feuerstein hier jeweils in die Datei. So, ich setze mal hier einen Breakpoint. Und lass den mal bis zum Breakpoint laufen, dass Sie mal sehen, wie das Ding funktioniert. So, jetzt haben wir dieses obere Codefragment durchlaufen. Also es müsste irgendwo in dem Hauptverzeichnis die Datei customers.csv sein. Und da müssten wir eigentlich die beiden Customer mit drin stehen haben. Der Debugger ist hier schon so freundlich und schreibt hier schon mal die Inhalte der Objekte dahinter. In Grau. So, schauen wir uns mal auf die Festplatte, schauen wir mal an, was er da hat. Sie sehen es hier, das ist mein Projektunterverzeichnis, Sandbox, VV und so weiter, Benickengerd. Und hier ist tatsächlich die Datei customers.csv und er hat hier schon überlegt, Mensch, das könnte ja eine Excel-Datei sein. Ich mache mal Doppelklick da drauf, dann geht ein Excel auf tatsächlich. Sie sehen es hier, Barney, Geröllheimer, Osterode und so weiter. Er hat es noch nicht erkannt. Wenn man jetzt Semikolon oder Tab gemacht hätte, hätte er das sofort unterteilt. Aber wie gesagt, wir wollen ja eine CSV-Datei machen. Was wir aber machen können, ich zeige es Ihnen mal hier mit Daten, externe Daten abrufen aus Text. Und da kann ich jetzt hier sagen, importieren. Getrennt. Ich sage hier Unicode, das ist so das Standardformat, in dem Java das schreibt. Sie sehen hier schon, der hat irgendwie Probleme mit dem Encoding. Hier als Trennsymbol das Komma und Sie sehen, schwupp, hat er hier wirklich eine CSV-Datei drin. Fertig. Und Sie sehen jetzt hier tatsächlich, jetzt hat er mir meine beiden Customer, Barney und Fred, in zwei einzelne Zeilen zerlegt und die Daten entsprechend reingeschrieben. So, das Einzige, was jetzt noch nicht passt, ist das Encoding.
Da habe ich heute sicherlich 2 Stunden gebastelt verloren. Ich kann Ihnen ehrlicherweise nicht erklären, warum das so nicht funktioniert, denn ich habe sozusagen durchgehend eigentlich UTF-8 verwendet. Also man kann auch in der Java, sogar der Java Virtual Machine sagen, es ist das File-Encoding alles UTF-8, funktioniert trotzdem nicht. Also wir haben immer noch diese Fehler. Ich repariere den mal, kann Ihnen aber nicht erklären, warum. Nur kurz, falls Sie das selber nachbauen wollen, dass Sie wissen, wie das gehen könnte. Ich mache die Datei mal wieder zu. Nicht speichern. Mache hier den Debugger mal aus. Und das ist jetzt auch eine Erklärung dafür, dass wir hier einen Buffered Writer verwenden. Jetzt kann man nämlich hier dem noch das, sozusagen das Character Encoding mitgeben. Das kann ich hier nämlich sagen: char set forname. Und jetzt kommt es nämlich: das ist Windows 1252. Und wenn Sie das laufen lassen, nochmal Doppelklick. Hier wieder Encoding kaputt. Aber wenn ich jetzt hier sage Daten, externe Tabellen aus Text, als Text laden. Dann sehen Sie, jetzt hat er das wieder die Tabelle erkannt als solche und jetzt hat er auch das Encoding richtig gemacht. Also das heißt, irgendwo zwischendurch ist noch so diese alte Windows-Code-Page drin. Ich kann Ihnen nicht erklären, warum man das jetzt so machen muss, wenn man die Dateien jetzt wieder von der Festplatte liest. Das kommt gleich im nächsten Code-Abschnitt, dann gehen die Daten wieder kaputt. Also gesagt, aber Sie sehen hier, ich kann jetzt relativ leicht eine Excel-Schnittstelle bauen, indem ich sozusagen eine Datei schreibe, die er mit als Komma separated value lesen kann. Nicht speichern. So. Schauen wir noch mal ganz kurz ist IntelliJ wieder zurück. Jetzt lesen wir die ganzen Daten mal. Ich habe hier wieder einen Reader und erzeugt mir hier mit diesen Files Convenience Funktionen, die so seit Java 7, glaube ich, dabei sind, einen Buffered Reader, sodass ich die Datei zeilenweise lesen kann. Und kann dem auch hier sagen, wieder lese die Datei customers.csv und dann erzeugt er hier diesen MySerial Reader, also das heißt dann das Ding, was jetzt lesen kann. Und Sie sehen hier auch wieder, die Instanzierung ist jetzt wieder so, dass man einen leeren Customer erzeugen muss und den befüllt man dann aus dem Datenstrom. Und ich habe hier eine Methode gemacht, die dann guckt, ob noch ein Customer drin ist. Das ist eigentlich nicht im Serializer Interface drin, aber ich wusste mir jetzt nicht anders zu behelfen. Schauen wir mal, was der ausgegeben hat. Der Code ist ja durchgelaufen. Und Sie sehen hier, Ausgabe ist hier zwar dieses System.out. Da habe ich eine toString-Methode implementiert beim Customer. Und das sind die beiden Ausgaben. Barney, Geröllheimer, Fred Feuerstein. Jetzt haben wir es natürlich so, jetzt ist das Encoding hier oben Windows 92, also 52, 1252. Wenn man dem jetzt beim Lesen dasselbe sagt. Ja. Oh Wunder, dann hat er natürlich wieder das Encoding korrekt gemacht. Wie gesagt, ich kann nicht erklären, warum was das Windows-Encoding da zu suchen hat. Das habe ich jetzt heute nicht mehr rausgekriegt. Aber jetzt haben Sie ungefähr gesehen, wie man so selber eine Serialisierung machen kann. Also als Beispiel nochmal, Sie haben also hier, das ist hier der Leiser-Pattern, haben wir jetzt umgesetzt und Sie haben jetzt gesehen, wie man sowas bauen kann mit und zwei konkrete Serializer oder Serial Reader, Serial Writer, die jeweils CSV können. Kurze Diskussion des Beispiels. Das heißt, ich kann mit dieser Art und Weise zum Beispiel eine sehr leichte, schöne Schnittstelle machen zu Excel. Es gibt mit Sicherheit auch eine schöne CSV-Bibliothek, wo Sie sozusagen schon alles geschenkt kriegen, das, was ich manuell gemacht habe. Aber mir ging es jetzt darum, mal zu zeigen, wie man sowas manuell machen kann. Es ist leicht zu implementieren, also den Code, den Sie gerade gesehen haben, das ist das Ergebnis von eine Stunde Codieraufwand ungefähr, also inklusive allem. Und dann habe ich noch mal eine Stunde nach diesem Charset-Fehler gesucht. Also so 2, maximal 3 Stunden Aufwand, und dann kommen Sie so weit, wie ich jetzt gekommen bin. Und ich kann diesen Serializer natürlich in ein beliebiges Format schreiben und lesen lassen. Also Strings, Byte Arrays, CSV-Dateien, COBOL-Copy-Strecken, was Sie wollen. Und muss auch nicht zeilenbasiert sein. Das können Sie so zusammenbauen, wie Sie möchten. Aber wie gesagt, was schwierig sein könnte, ist, also gerade bei dem CSV-Export ist, Sie müssen die Daten, die Sie schreiben wollen, wirklich als eine Tabelle darstellen können. Also wenn Sie sagen, ein Kunde hat eine Liste von Bestellungen, können Sie das schon nicht mehr machen, weil das eine 1-zu-N-Beziehung ist. Was Sie machen können, ist, Sie können abhängige Entitäten darstellen. Also ein Kunde hat eine Adresse. Das kriegt man wunderbar hin als eine Zeile. Sobald ein Kunde mehrere Adressen hat, zerbricht das Verfahren, dann muss man dann irgendwie 2 CSV-Dateien schreiben. Also
im Grunde haben wir hier ein OR-Mapping-Problem, dasselbe, was Sie bei der Abbildung von Objekten auf relationale Datenbanken haben. Wenn was verkehrt ist, kommen wir natürlich durcheinander. Zum Beispiel, wenn wir vergessen, eine Spalte zu lesen oder eine Spalte doppelt lesen oder neue Attribute hinzukommen unterwegs. Also das heißt, man hat so bei der Datenmigration natürlich gewaltige Probleme. Zum Beispiel, wenn ein Attribut dazugekommen ist, muss ich ja das alte Format lesen und das neue vielleicht schreiben. Also muss ich eine Spalte hinzufügen möglicherweise. Alles möglich mit ein bisschen Skriptgebastel, aber nicht schön. Deswegen gucken wir uns jetzt als nächstes zwei, sagen wir mal, Bibliotheken an, die man nutzen kann. Ich würde Ihnen dann als nächstes die Java-Serialisierung vorführen und darauf dann nochmal die Serialisierung JSON. Und damit haben wir es dann eigentlich schon erschlagen. Vielleicht schaffe ich es noch irgendwann, nochmal ein Serialisierungsvideo zu machen mit dem XML-Format. Dann hätten wir alles vollständig. Okay, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.